Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Abend, den wir einer ganz besonderen Persönlichkeit zu ihrem 150. Geburtstag widmen. Rosa Luxemburg. Wir, das sind die Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW, das Friedensbildungswerk Köln, der Kölner Frauengeschichtsverein und die Volkshochschule der Stadt Köln. Mein Name ist Homaira Mansouri. Ich leite den Bereich der politischen Bildung bei der Volkshochschule und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend zugeschaltet haben. Rosa Luxemburg war eine der einflussreichsten Vertreterinnen der europäischen sozialistischen Bewegung. Eine brillante Theoretikerin, eine eloquente Agitatorin, eine furchtlose Kämpferin und eine emanzipierte Frau inmitten einer Männergesellschaft. Dass wir uns heute Abend hier im Forum Volkshochschule nicht persönlich begegnen können, das macht diese ganze Angelegenheit weniger feierlich und nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Allerdings ist es uns wichtig, trotzdem dieses besondere Jahr mit Ihnen gemeinsam zu begehen. Und deswegen haben wir eine digitale Alternative gefunden, bei der Sie heute Abend von zu Hause aus dabei sind. Und vielleicht ist es auch im Positiven eine gute Gelegenheit, Menschen aus unterschiedlichen Städten zu uns zu beamen, damit wir doch in einer gewissen Weise zusammenkommen. Wir freuen uns, dass wir heute einen wichtigen Impuls hören von Ina Hörner-Theodor vom Kölner Frauengeschichtsverein. Die Würzburger Kabarettistin Birgit Süß wird sich auch zuschalten, die seit Jahr und Tag fasziniert ist von Rosa Luxemburg und die Teile aus ihrem Programm Projekt Rosa gemeinsam mit Klaus Ratzek vorträgt. Und es erwartet sie eine spannende Podiumsdiskussion, die von Karl-Heinz Heinemann von der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW moderiert wird, an der Sie sich auch virtuell zuschalten und teilnehmen und mitdiskutieren können. Ich freue mich auch sehr, dass Roland Schüler vom Kölner Friedensbildungswerk hier ist. Herzlich willkommen, Roland. Ja, herzlich willkommen auch liebe Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen. Das ist ja die besondere Gelegenheit, die wir durch diese Pandemie erleiden, dass wir als politische Bildner und Bildnerinnen eine Schwierigkeit haben, unser Anliegen wirklich nach draußen zu bringen und in der Form, wie wir das bis jetzt gewohnt sind. Wir werden und wir freuen uns, dass wir aufs Digitale umsteigen können. Das ist auch ein großer Aufwand, den wir zusätzlich leisten. Und dafür danken wir erstmal auch denjenigen, die uns das technisch möglich machen, weil dafür sind wir als Pädagoginnen nicht so ganz ausgebildet. Aber es wird eben gemacht und daher gibt es auch die Chance darin, dass wir jetzt nicht nur in dem Kölner schönen Saal der Volkshochschule zu Gast sein können, sondern gleichzeitig auch in der virtuellen Welt. Und das ist natürlich auch noch eine besondere Chance für Ina Hörner-Theodor, gleich mit der Rosa Luxemburg in die große weite Welt hineinzukommen. Ich wünsche Ihnen und uns einen schönen, interessanten Abend. Luxemburg zum 150. Geburtstag, Begegnung mit einer Revolutionärin. Als hochbegabte Journalistin, charismatische Agitatorin, sozialistische Theoretikerin und emanzipierte Frau gehört Rosa Luxemburg zu den ungewöhnlichsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, ein Solitär der Zeitgeschichte. Sie führte ein bewegtes Leben im Spannungsfeld zwischen Privatperson und Zoon Politikon. Ihr Name ist nicht mit der Beteiligung an diktatorischer Herrschaft befleckt. Sie hinterlässt ein unabgeschlossenes politisches und ökonomisches Werk sowie fast 2700 Briefe, darunter poetische Kleinode der Briefliteratur. Ich möchte dem Bild von der Revolutionärin einige persönliche Facetten einschreiben, um auch dem Individuellen genügend Raum zu geben. Rosalia Luxemburg wird am 5. März 1871 in der ländlichen Stadt Zamocz geboren. Polen steht damals dreigeteilt unter deutscher, russischer und österreichisch-ungarischer Herrschaft. Die Eltern Lina und Elias Luxemburg gehören der assimilierten jüdischen Intelligenz der Stadt an. Rosa ist das jüngste von 5 Geschwistern. Über ihre Kindheit haben wir nur bruchstückhafte Informationen. Über nur 3 Jahre hinweg
sind 30 liebevolle Briefe der Familie an sie überliefert, die Rosas privilegierte Rolle spiegeln. 1873 ziehen die Luxemburgs ins kosmopolitische Warschau. Bei Rosa wird eine Hüftgelenkdysplasie falsch behandelt. Als Fünfjährige muss sie fast ein Jahr im Streckbett verbringen. Im Eingesperrtsein hat sie vielleicht ihre Liebe zu den Tieren entwickelt. Ein Bein ist kürzer als das andere. Rosa wird nur 1,46 Meter groß werden und etwas hinken. Ein Stigma, das sie mit Kleidung, Frisur und Hüten kaschiert und intellektuell kompensieren kann. Ihre Zuversicht und Lebensfreude sowie ihre hohe Resilienz werden von depressiven Phasen überschattet sein. Bereits als Fünfjährige kommuniziert Rosa schriftlich mit der Familie. Mit 9 übersetzt sie Geschichten und schreibt Gedichte. 1881 erleidet die jüdische Einwohnerschaft Warschaus ein mehrtägiges Pogrom. Der Mob agiert auch in der Straße der Luxemburgs. Luise Kautsky erinnert, dass die tobenden Horden Rosa, damals 10-jährig, tief erschütterten. Sie selbst schreibt darüber nicht. Sie identifiziert sich nicht mit dem Judentum, findet die Befassung mit Judenschmerzen nicht sinnvoll. Antisemitismus sieht sie als kapitalismusbedingtes Zeichen reaktionärer Verrohung. Im russischsprachigen Frauengymnasium, wo polnische und jüdische Mädchen Ausnahme sind, ist Rosa in allen Fächern die Beste. Zitat: Ich möchte alle Leiden, alle heimlichen Tränen, den Satten auf ihr Gewissen laden, heißt es in einem Schultext. An den deutschen Kaiser richtet sie die Mahnung: Lieber Wilhelm, befiehl deinem listigen Lumpen Bismarck, dass er die Friedenshosen nicht zu Schanden wetzt. Die frühe politische Wachheit erinnert mich an die jüngste Marx-Tochter Eleanor. Als Jugendliche schließt sich Rosa der illegalen linken Organisation Proletariat an, liest marxistische Texte und wird Agitatorin in ihrer Schule. Mütterliche Versuche, sie für den Heiratsmarkt anzupassen, scheitern an ihrer Autonomie. Ins Visier der russischen Geheimpolizei geraten, flieht Rosa in die Schweiz und beginnt ein neues Leben in Zürich. Zürich ist Sammelpunkt linker Emigration, wo seit 1840 auch Frauen studieren. Zunächst an Botanik und Zoologie interessiert, entscheidet sich Luxemburg für Nationalökonomie und Politik. Sie begegnet Leo Jogiches, der zentralen Männergestalt ihres Lebens, einem Revolutionär aus reichem Hause in Wilna, Verräter seiner Klasse. Jahre schon organisiert er Streiks und fälscht Pässe. Seine konspirative Aura macht ihn attraktiv. Luxemburg trifft ihn in sozialistischen Zirkeln und eine lebenslange Zusammenarbeit beginnt. Und eine Liaison amoureuse jenseits aller Schicklichkeit. Jogisches besteht auf Geheimhaltung. In der Öffentlichkeit sind die beiden per sie. In ihren Briefen nennt sie ihn mein teures Gold und sich bald deine Frau. Während er stets die politische Arbeit priorisiert, liebt sie auch die Freuden des Lebens und kritisiert seine emotionalen Defizite. Beide beteiligen sich 1893 als Internationalisten an der Gründung der radikalen kleinen Partei Sozialdemokratie des Königreichs Polen, SDKP,
als Alternative zur PPS, die einen polnischen Nationalstaat anstrebt. Luxemburg promoviert mit einer viel beachteten Arbeit über die industrielle Entwicklung Polens. Zitat: Die Vereinigung des polnischen und des russischen Proletariats wird zum künftigen Syndikus beim Bankrott der Zarenherrschaft und dann der polnisch-russischen Kapitalherrschaft. Die Familie ist stolz auf ihr Fräulein Doktor. Die Mutter stirbt nach 8 Jahren ohne Kontakt mit der Tochter. Den Vater schmerzt die Abkoppelung von der Familie. Rosa sei ein Adler, der hoch in den Lüften nicht sieht, was unten auf der Erde passiert. 15 Jahre später wird Luxemburg betrauern, dass sie sich wegen der verdammten Politik nicht um ihre Eltern gekümmert hat. Luxemburg zieht nach Berlin, Zentrum der deutschen Sozialdemokratie, und erschließt sich dort zügig ihr Tätigkeitsfeld. Ohne Jogiches. Ihren Kinderwunsch kann sie sich nicht erfüllen. Andernfalls hätten wir vielleicht nie etwas von ihr lesen können. Am neuen Lebensort findet sie auch privat Anschluss an Karl Kautsky und August Bebel und befreundet sich eng mit Luise Kautsky und Clara Zetkin. Die SPD gerät in den sogenannten Revisionismusstreit. Eduard Bernstein hinterfragt die Grundannahmen des Marxismus, will ihn seines utopischen und dogmatischen Charakters entkleiden, wie er sagt. Evolution, also die schrittweise Verbesserung der Lage der Arbeiterklasse, sei der Schlüssel zum gesellschaftlichen Fortschritt. Sicher denkt mancher in der Partei das heimlich auch. In Sozialreform und Revolution schreibt Luxemburg, Bernstein mache die Sozialreform aus einem Mittel des Klassenkampfes zu seinem Zweck. Alte SPD-Genossen schimpfen über belehrende Phrasen der jungen Minerva und Meisterin der scharfen Polemik. Luxemburg sagt bei einer Kundgebung, Kaiser Wilhelm habe von den Lebensverhältnissen der Arbeiter keine Ahnung. Wegen dieser Petitesse wird sie zu 3 Monaten Haft verurteilt. Aus dem Gefängnis in Zwickau schreibt sie im Juli 1904 an Luise Kautsky. Hier ein Ausschnitt. Liebste, ein weiches Lüftchen weht von oben durch meine Fensterluke in die Zelle, streicht mir liebkosend über das Haar und lockt mich in die Ferne. Das Leben spielt mit mir ein ewiges Haschen. Damals zu Hause schlich ich mich in der frühesten Morgenstunde leise ans Fenster. Es war ja streng verboten, vor dem Vater aufzustehen, und spähte hinaus in den großen Hof. Eine weihvolle Stimme lag über der Trivialität des Pflasters. Oben schwammen rosig angehauchte, duftige Wölklein. Damals glaubte ich fest, dass das Leben, das richtige Leben, irgendwo weit ist, über die Dächer hinweg. Seitdem reise ich ihm nach. Aber es versteckt sich immer hinter irgendwelchen Dächern. Ich umarme euch herzlich. Rosetta. 1905 betritt das russische Proletariat die politische Bühne. Jogisches und Luxemburg unterstützen in Warschau mit illegalen Zeitungen die revolutionäre Bewegung. Die Staatsmacht schlägt zu. Eingesperrt in der Warschauer Zitadelle wird Luxemburg in einem Doppelkäfig aus Drahtgeflecht zu ihren Besuchern gebracht. Unter dem Eindruck der Proteste verfasst sie Massenstreik, Partei und Gewerkschaften. Revolutionäre Realpolitik
soll Tagesforderungen stets mit dem Endziel der politischen Machteroberung verbinden. Mit Marx sagt sie, die Befreiung der Arbeiterklasse könne nur deren eigenes Werk sein. Die Partei solle die Massen durch Aufklärung wach küssen. Nach der Trennung von Jogisches als Liebespartner beginnt Luxemburg eine Liaison mit Kostja Zetkin, 14 Jahre jünger als sie, bei dem sie Ruhe und Unbeschwertheit findet. Nach 3 Jahren gibt sie ihm den Abschied, als sie seine Entfremdung wahrnimmt. Der Charakter einer Frau zeige sich nicht am Beginn, sondern am Ende einer Beziehung, so ihr Kommentar. Ab 1907 lehrt Luxemburg in der Berliner Parteischule politische Ökonomie. Aufgrund ihrer brillanten Didaktik ist sie, einzige Frau im Lehrkörper, besonders beliebt. Ihren Studenten Friedrich Ebert, ja, der Friedrich Ebert, der sich mit Theorie etwas schwer tut, mahnt sie zu mehr Gründlichkeit in Sachen Dialektik. Bei Kundgebungen gegen das Dreiklassenwahlrecht agitiert Luxemburg über Generalstreik und die Forderung nach der Republik, beides vermiente Themen in der SPD. Die Freundschaft mit Karl Kautsky zerbricht an politischen Kontroversen. Als streitsüchtiges Weib wird Luxemburg nun in der Partei an den Rand gedrängt. Entspannung von der Arbeit findet Luxemburg in ihrem neuen Fünf-Zimmer-Refugium. Sie genießt Malen, Botanisieren, bekannt ist ihr Herbarium, Literatur, Opern und Feste. Zur Frauenfrage schreibt Luxemburg kaum etwas. Sie lehnt ab, im naturgegeben weiblichen Wirkungsfeld in der Partei oder in eigenständigen Kämpfen gegen das Patriarchat zu agieren. In ihrem Text Frauenwahlrecht und Klassenkampf polemisiert sie böse gegen, Zitat, Dämchen aus dem Bürgertum, die sich langweilen. Doch sie verweist auf Fouriers Diktum über den Grad der weiblichen Emanzipation als Maß der allgemeinen Emanzipation. Sie unterstützt Clara Zetkins Arbeit in der proletarischen Frauenbewegung, die ja die Geschlechterfrage dem Klassenkampf unterordnet. Persönlich beherrscht Luxemburg schon früh die feministische Tugend des Neinsagens, findet in einer Männerpartei eine zentrale Rolle, lebt Liebesbeziehungen jenseits aller Konventionen und pflegt für sie bedeutende Freundschaften mit Frauen. Auf der Suche nach Gründen für die wachsende Kriegsgefahr entwickelt Luxemburg ihr Werk Die Akkumulation des Kapitals, ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus. Viele Jahre vor Erfindung des Begriffs der Globalisierung zeigt Luxemburg, wie der Kapitalkreislauf die Dritte Welt als billige Rohstofflieferantin und Absatzmarkt für teure Industrieprodukte der Mutterländer benötigt, die um diese Gebiete ökonomisch und militärisch konkurrieren. Luxemburg, eine Kassandra? Ihr Text passt in seine Zeit, denn Europa steuert auf den Ersten Weltkrieg zu. Das öffentliche Bekenntnis zum Schwur der Internationale, wenn uns zugemutet wird, die Mordwaffen gegen unsere ausländischen Brüder zu erheben, so erklären wir, nein, das tun wir nicht, führt zu Luxemburgs Verhaftung. Sie irritiert das Gericht, indem sie in Verkehrung der geplanten Rollen das Militär auf die Anklagebank setzt. Der Anwalt Paul Levy begleitet ihre Verteidigung. Der Prozess wird auf Dauer vertagt, weil zahlreiche Aussagen misshandelter Soldaten hier nicht erwünscht sind.
Luxemburg füllt nun die Schlagzeilen. Zeitungen wetteifern um ihre Arbeiten. Die Rechten beschreien das skandalöse Benehmen des unverschämten Weibsbilds. Und sie agitiert weiter gegen den Krieg. Doch die Völker hören ihre Signale nicht und ziehen bald munter an die Front. Luxemburgs Glaube an die Auserwähltheit der Arbeiterklasse wird tief erschüttert. Die SPD stimmt den Kriegskrediten im Reichstag zu. Luxemburg ist verzweifelt über diesen Verrat. Dann ein einziges Nein in der zweiten Abstimmung. Karl Liebknecht widersetzt sich dem Fraktionszwang. Die schrumpfende SPD-Linke bildet die Gruppe Internationale innerhalb der SPD, später Spartakus. 1915 wird Luxemburg verhaftet, für ein Jahr ins Frauengefängnis in Berlin verbracht, im Jahr darauf in militärische Sicherheitshaft in der Festung Wronke, dann nach Breslau, wo sie bis November 1918 verbleibt. Aus Wronke schreibt sie am 2. Mai 1917 an ihre Freundin Sophie Liebknecht. Ausschnitt. Gestern las ich über die Ursachen des Schwindens der Singvögel. Es ist die zunehmende rationelle Forst- und Gartenkultur und der Ackerbau, die ihnen alle natürlichen Nist- und Nahrungsbedingungen vernichten. Nicht um den Gesang für die Menschen ist es mir, sondern das Bild des stillen Untergangs der wehrlosen kleinen Geschöpfe schmerzt mich. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin kein richtiger Mensch, sondern auch irgendein Vogel oder ein anderes Tier in Menschengestalt. Innerlich fühle ich mich in so einem winzigen Stückchen Garten wie hier oder im Feld unter Hummeln und Gras viel mehr in meiner Heimat als auf einem Parteitag. Ihnen kann ich ja wohl das alles sagen. Sie werden nicht gleich Verrat am Sozialismus wittern. Auf Wiedersehen, mein liebes Vöglein. Ich umarme Sie. Ihre Rosa. In der Haft verfasst Luxemburg unter dem Pseudonym Junius die Krise der Sozialdemokratie. Zitat: Bei der großen historischen Probe brach die Partei schmählich zusammen. Die Massenschlechterei ist zum eintönigen Tagesgeschäft geworden. Vorbei ist der Rausch, der Lärm auf den Straßen. Die Regie ist aus, die bürgerliche Gesellschaft geschändet und entehrt. Mathilde Jakob, Sekretärin, Freundin und neue Mitstreiterin, ist Luxemburgs Verbindung zur Außenwelt. Im Hintergrund agierend erwirbt sie große Verdienste für Rosa Luxemburg und die Bewegung. Die Gefangene leidet an Depressionen, zermürbt durch Hoffen und Warten. Das Schreiben hält sie aufrecht, auch die Zuneigung ihres Verehrers Hans Diefenbach. Er fällt an der Front und die Freundschaft mit Sophie Liebknecht. Aus einem Brief von Dezember 1917. Den Ausschnitt möchte ich gerne vorlesen, weil der mich tief berührt hat. Sonitschka, mein Vögelein, ich hoffe darauf, Sie bald hier zu sehen. Es ist mein drittes Weihnachten im Kittchen, aber nehmen Sie es ja nicht zu tragisch. Ich lächle hier im Dunkeln dem Leben, wie wenn ich irgendein zauberhaftes Geheimnis wüsste, das alles Böse und traurige Lügen straft und in lauter Helligkeit und Glück verwandelt. Neulich habe ich hier einen scharfen Schmerz erlebt. Auf den Hof, wo ich spaziere, kam neulich ein Wagen, bespannt mit Büffeln. Der begleitende Soldat schlug brutal auf die Tiere los. Eins, welches blutete, schaute mit einem Ausdruck im Gesicht und den sanften schwarzen Augen wie ein verweintes Kind. Das Tier blickte mich an
Mir rannen die Tränen herunter, seine Tränen. Oh, mein armer Büffel, mein Bruder! Wir stehen hier beide so ohnmächtig und voller Sehnsucht. Liebste, seien Sie ruhig und heiter. Ich umarme Sie, Ihre Rosa. Im Gefängnis schreibt Luxemburg basierend auf vielsprachigen Zeitungen und eingeschmuggelten Informationen die russische Revolution. Darin würdigt sie ausführlich den Sieg der Bolschewiki, übt aber harte Kritik an der Diktatur einer Handvoll Personen, an der Beseitigung von Grundfreiheiten und am roten Terror. Ihr geht es immer um Emanzipationsanspruch und Selbstorganisation des Proletariats. Bereits 10 Jahre zuvor stritt sie mit Lenin über den Ultrazentralismus in seinem Konzept einer sich unfehlbar definierenden Kaderpartei. Im Oktober 1918 wird die SPD mit dem Eintritt in die Regierung betraut und hofft, am Ziel der Machtteilung angelangt zu sein. Die vom ersten Teil der Revolution am 9. November erschreckten Eliten werden nicht enterbt, die Macht des Privateigentums nicht gebrochen. Luxemburg kommt, erschöpft von 30 Monaten Haft, ins revolutionäre Berlin und übernimmt gleich die Redaktion der Rote Fahne. Das ambitionierte linke Programm des Spartakus bleibt angesichts der realen Kräfteverhältnisse reine Deklamation. Die Mehrheit der kriegstraumatisierten und ermüdeten Bevölkerung will Brot und Frieden. Trotz politischer Zweifel beteiligt sich Luxemburg an der Gründung der KPD am 30.12.1918. Am 5. Januar 19 rufen revolutionäre Obleute aus den Betrieben, die große USPD und die noch sehr kleine KPD zum Sturm auf die Regierungsmacht, zur Fortsetzung der Revolution. Der Einfluss der Spartakisten ist marginal. Trotzdem hält sich bis heute die Legende vom Spartakusaufstand, ein deutsches Wintermärchen. Die schlecht vorbereitete Erhebung bricht zusammen. Unter Gustav Noske, dem Bluthund, besetzen Soldaten ganz Berlin. Die Bilanz: 165 Tote. Luxemburg ist jetzt in Lebensgefahr, aber sie will ihre Arbeiterklasse nicht verlassen. Längst ist sie bereit, auf dem Posten zu sterben, denn Opfer gehören zum Handwerk des Sozialisten, so ihre Worte. Am 14. Januar 19, einen Tag vor ihrer und Liebknechts Ermordung, schreibt Luxemburg ihren letzten Text. Berlin, ihr stumpfen Schergen, eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd in die Höhe richten und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden. Ich war, ich bin, ich werde sein. Rosa Luxemburg hat stets in ihrer Geradlinigkeit wie in ihren Widersprüchen ein Leben auf sehr hohem Niveau geführt. Wie ihr Leben weitergegangen wäre, wissen wir nicht. Sicher hätte sie gegen Sprech- und Schreibverbote die Freiheit der Andersdenkenden auch für sich selbst in Anspruch genommen. Sie hinterlässt uns die Aufgabe, auf menschliche Weise die Welt menschlicher zu machen.
Liebe Genossen und Genossinnen, nach 5 Monaten bringen wir heute zur Erde, was von Rosa Luxemburg zur Erde gehört. 5 Monate treibt der Körper auf der Welt umher, gehasst noch im Tode, geschändet noch im Tode, verflucht noch im Tode von denen, die sie gemordet haben. Aber der tote Körper steht auf, und auf steht mit ihm der Fluch, der dreifache Fluch für die, die das getan haben. Der tote Leib steht auf und richtet über die, die das getan haben. Der tote Leib, er wird zum Rächer werden, denn er wird aufrufen die Geister, die das Werk der Rache vollziehen werden. Sie haben den Leib getötet, aber der Geist ist nicht tot geworden. Der Geist, er lebt. Er lebt heute mehr denn je. Es ist der Geist Rosa Luxemburgs, des besten Kopfes der Internationale, der dort umgeht. Und so sage ich euch, liebe Genossen und Genossinnen, eine Beerdigung, eine Leichenfeier so wie diese hat die Welt noch nicht gesehen. Überall, wo proletarische Herzen schlagen, da ruhen heute die Hände. Hier ist heute die Welt. Von diesem Orte aus wird gehen die Erneuerung der Welt. Die Gedanken Rosa Luxemburgs werden lebendig und stark werden. Und wenn einst der Tag kommen wird, wo die Völker ihr Heil im Kommunismus erkennen, mögen wir noch hier stehen oder mögen wir drunten liegen? Die Völker werden wallfahren nach diesem Ort, und die Väter werden ihren Kindern sagen: Tut eure Schuhe aus, denn der Ort, auf dem ihr steht, ist heiliger Boden. Wir senden heute dieser Toten als letzten Gruß, den Gruß der proletarischen Welt, den Gruß der Internationale, den Gruß vom Leben, den Ruf: Es lebe die Weltrevolution. Was für eine schöne Trauerrede. Gehalten hat sie Paul Levy. Paul Levy war mein Anwalt. Anwälte hatte ich damals bitter nötig. Wir waren auch kurz verbandelt. Gut, aber das tut nichts zur Sache. Diese Trauerrede hat er auf meiner zweiten Beerdigung gehalten. Ich wurde schon einmal beerdigt, 5 Monate zuvor. Zusammen mit Karl Liebknecht, meinem Freund und politischem Weggefährten. In Ermangelung einer Leiche gab es für mich allerdings nur einen leeren Sarg. Dass ich tot war, wusste man schon. Erschlagen, erschossen und in den Landwehrkanal geworfen. Sie können mich dort besuchen.
Mann hat mir dort ein Denkmal errichtet. Weiße Stirn zerspellt von einer Kugel Eisen, so stieß man sie aus der Welt. Der Tod, er will nichts heißen. Der Fluss nahm sie gütig auf. Sie lag im Eis gefangen. Dies lange Warten, worauf? Keiner kann zu mir gelangen. Manchmal in der Nacht hört sie fernher ein Lachen. Wer schreit hier? Und wer lacht? Wer stirbt? Ich kann nichts machen. Als sie im Frühjahr hinunterschwamm, von ihrem Fluss in andere Flüsse, hörte sie wieder dies Lachen. Es kam von oben her. In Richtung der Schüsse. Siebenundvierzig Jahre alt war ich da.
viel zu jung, um zu sterben. Ich hätte ewig weiterleben mögen, so viel, wie ich zu sagen hatte, so viel, wie ich zu tun hatte. Aber man hat mich totgeschlagen und totgeschwiegen werde ich bis heute. Aber sagt man nicht, Totgesagte leben länger oder Totgeschlagene? Aber vielleicht sollte ich mich einfach mal vorstellen. Mein Name ist Rosa. Rosa Luxemburg, genannt auch die Rote Rosa. Einmal verheiratet, mehrmals verliebt, keine Kinder, eine Katze. Kämpferin für den Sozialismus, Marxistin, Pazifistin, Mitbegründerin der KPD und Kämpferin für die Weltrevolution. Aber was konnte ich in der Schweiz schon ausrichten? Ich musste in ein Land mit einer großen Arbeiterpartei. Und so bin ich im Mai 1898 nach Deutschland. Gut, ich musste dafür eine kleine Hürde überwinden. Ich musste eine Scheinehe eingehen mit einem Deutschen, aber das ist doch kein Hindernis. Deutschland. Das Land mit der größten Arbeiterpartei der damaligen Welt, der SPD. 1 Million Mitglieder, 4,5 Millionen Wähler. In Berlin bin ich direkt zu Ignaz Auer, einem Parteivorstand der SPD. Und ich bot dem Mann meine Dienste als Wahlkämpferin an. Wie Sie wissen, er hat angebissen. Beim Verabschieden sagte mir der Mann, es habe ihn gefreut, mich kennenzulernen, was viel bedeutet für einen bayerischen Grobian. Nach meiner Idee würde ich durch Schlesien ziehen.
Ich würde zu jeder Versammlung gehen und meine Frau vor jedem Arbeiter stehen. Die SPD war damals ganz vorn dabei. Nach Stimmen war sie die stärkste Partei. Trotz dieser Zuchthausvorlage, Sie erinnern sich vielleicht, 1899 ein Versuch, die SPD, also diese sozialistische Plage, in ihre Schranken zu weisen und diese Gewerkschaftsverbindungen niederzureißen. Es hat nicht geklappt. Da war nichts aufzuhalten. Ich weiß, ich muss mir meine Epauletten in der deutschen Bewegung erst verdienen, aber ich will es auf dem linken Flügel tun. Und es ging voran. Schneller als jeder Mann sammle ich Stimmen. Holt man mich nach vorn, ich bin zum Reden, ich bin zum Sprechen, ich bin zum Führen geboren, aber ein führendes Mitglied der SPD vom linken Flügel, das finden nicht alle schön. Kautsky hat gejammert, sie bringt alles durcheinander. Natürlich, in der SPD, da gab es nur milde Reformen. Aber um das Los der Arbeiter zu verbessern, da braucht es eine Revolution. Und nicht das Anbiedern an das Bürgertum. Der Staat ist ein Klassenstaat, der die Interessen der herrschenden Klasse vertritt und durchsetzt. Was sich uns als bürgerliche Gesetzmäßigkeit präsentiert, ist nichts anderes als die von vornherein zur verpflichtenden Norm erhobene Gewalt der herrschenden Klasse. Die SPD hat sie noch ein bisschen Marx auf die Fahnen geschrieben. Aber dabei ist es dann auch geblieben. Revolution, das hört da keiner gern. Revolution, davon hielt man sich fern. Aber es ist doch verrückt zu glauben, dass das Meer kapitalistischer Bitternis durch das flaschenweise Hinzufügen sozialreformerische Limonade in ein Meer sozialistischer Süße verwandelt werden könnte. Was habe ich diskutiert? Was habe ich Briefe geschrieben? Was habe ich Zeitungsartikel verfasst? Wie oft habe ich mich in die Nesseln gesetzt und ja auch oft genug ins Gefängnis. Aber ich muss doch sagen, was ist. Ich muss doch ausdrücken, was ist. Gut, natürlich war das oft ein Problem als Frau. Als Frau eine Meinung zu haben und die auch noch zu vertreten. Man hat mir ja oft vorgeworfen, ich würde nichts für die Frauen tun. Ich hätte mich nicht genug für die Frauen eingesetzt. Ich sage dazu nur eins, Clara Zetkin, die Kämpferin für das Frauenrecht, für das Frauenwahlrecht, war meine beste Freundin. Vielleicht erinnern Sie sich an diese kleine Anekdote, als Clara und ich zusammen mit August Bebel bei den Kautskys zum Abendessen eingeladen waren. Und Clara und ich, wir haben uns wieder verspätet. Und als wir kamen, meinte August Bebel, sie hätten schon das Schlimmste befürchtet. Woraufhin ich dann meinte, dann müsste auf unserem Grabstein stehen, hier ruhen die beiden letzten Männer der Sozialdemokratie. Ich habe das Frauenrecht mit der Muttermilch aufgesogen. Ich habe vor 140 Jahren mein Abitur gemacht. Ich habe in Zürich studiert mit einer Handvoll Frauen. Erzählen Sie mir nichts von Frauenrecht. Ich habe Frauenrecht gelebt. Und natürlich muss man Frauen in die Politik bringen, um die Sozialdemokratie zu stärken. Und um gegen den erstickenden Mief der Spießbürgerfamilie zu kämpfen, unter dem selbst sozialistische Männer litten. Natürlich habe ich für die proletarische Frau gekämpft, für die arbeitende Frau, für die Frau, die zu Hause den Laden am Laufen hält. Sie wissen doch, im Kapitalismus ist Hausarbeit nicht viel wert. Die Damen der Bourgeoisie? Die nehmen an der gesellschaftlichen Produktion keinen Anteil. Sie sind bloße Mitverzehrerinnen des Anteils, den ihre Männer aus dem Proletariat herauspressen. Sie sind Parasiten der Parasiten am Volkskörper. Wirtschaftlich und sozial stellen die Frauen der ausbeutenden Klassen keine selbstständige Schicht der Bevölkerung dar. Sie üben bloß die soziale Funktion als Werkzeuge der natürlichen Fortpflanzung für die herrschenden Klassen aus.
Für die besitzende bürgerliche Frau ist ihr Haus ihre Welt. Für die Proletarierin ist die ganze Welt ihr Haus, die Welt mit ihrem Leid und ihrer Freude, mit ihrer kalten Grausamkeit und ihrer rauen Größe. 1000 Frauen haben mich damals erwartet, als man mich im Februar 1916 aus dem Gefängnis entlassen hat, mal wieder. 1000 Frauen von wegen, ich hätte nichts für die Frauen getan. Die Werkstatt der Zukunft bedarf vieler Hände und heißen Atems. Eine Welt weiblichen Jammertals wartet auf Erlösung. Im November 1918 habe ich Clara noch die Redaktion des Frauenteils der Spartakus-Zeitung angeboten. Und die Sache ist so dringend. Jeder verlorene Tag ist eine Sünde. Durch den Kampf um das Frauenwahlrecht wollen wir die Stunde beschleunigen, wo die heutige Gesellschaft unter den Hammerschlägen des revolutionären Proletariats in Trümmer stürzt. Her mit dem Frauenwahlrecht. Wir arbeiten hart, wir rackern für den Staat und wir kriegen nicht mal die Brosamen ab. Wir schuften für euch und für euren Profit, doch genug ist genug, jetzt bestimmen wir mit. Ja, ihr denkt, unsere Arbeit, die ist doch nichts wert, doch wir stehen nicht weltfremd am häuslichen Herd, denn lange schon schärfen wir unser Profil. Sind politisch versiert, denn wir haben ein Ziel. Ihr wünscht uns in die stickige Enge ins Haus, doch wir sind euch schon lange voraus. Wir Frauen, wir wollen das Wahlrecht. Wir finden, es ist höchste Zeit. Wir halten den Laden am Laufen und sind doch schon lange bereit. Wir gehen für das Recht auf die Straße, man hält uns schon viel zu lang hin. Wir Frauen, wir wollen das Wahlrecht, was anderes macht gar keinen Sinn. Wir Frauen, wir wollen das Wahlrecht, was anderes macht gar keinen Sinn. Wir kämpfen für unser politisches Recht, denn die Welt, wie sie ist ungerecht. Doch wer sie ändern will, der kann auf uns bauen, auf Herz und Verstand der proletarischen Frauen. Die weltfremden Damen des Bürgertums schauen zuerst auf sich selbst, denn sie scheren sich nicht drum, wie es uns geht, was wir wollen, denn sie haben nur ein Ziel, noch mehr Geld, noch mehr Besitz, nie genug, nie zu viel. Sie züchten den Nachwuchs der Bourgeoisie, aber wir zwingen euch noch in die Knie. Wir Frauen, wir wollen das Wahlrecht. Wir finden, es ist höchste Zeit. Wir halten den Laden am Laufen und sind doch schon lange bereit. Wir gehen für das Recht auf die Straße, man hält uns schon viel zu lang hin. Wir Frauen, wir wollen das Wahlrecht, was anderes macht gar keinen Sinn. Wir Frauen, wir wollen das Wahlrecht, was anderes macht gar keinen Sinn. Und seit 1918 dürfen wir Frauen unsere schwachen Körper an die Wahlurnen schleppen. Wir dürfen wählen und wir werden gewählt.